Neulich fragte mich eines meiner Kaninchen: Warum gibt's eigentlich nur Osterhasen mit stehenden Ohren? Und da hat es eigentlich recht. Und deswegen habe ich ein Osterkörbchen mit kleinen Schlappohren gebastelt. Als Material brauchst du verschiedene Farben. Ich verwende Glitzerpapier, Elefantenhaut und Tonpapier. Und für die Highlights etwas Draht, kleine Mosaiksteine und mein Werkzeug. Zuerst zeichne ich alle Teile auf. Nimm dir die Schablone und übertrage jedes Element auf eine Farbe deiner Wahl. Danach bastelst du zuerst deinen kleinen Hasenkorb. Zuerst wird das Tonpapier gefalzt. Dafür nehme ich einfach ein Lineal und ein Falzbeil. Anschließend wird das Papier geknickt, sowie die kleinen Klebelaschen, und dann wird der Korb geklebt. Mit Hilfe eines Dotting-Tools runde ich die Seiten etwas ab, sodass sie sich nach außen drehen. Einfach das Papier vorsichtig über das Dotting-Tool ziehen, dann bekommt es seine runde Form. Ganz zum Schluss bekommt die Tasche noch einen Henkel aus Papier. Sie wird hinten und vorne befestigt. Weiter geht es mit dem Hasengesicht. Dies besteht aus mehreren Elementen. Du brauchst ganz am Anfang das große Element und die zwei weißen Zähne. Zum Einschneiden arbeite am besten mit Bastelmesser und schnittfester Unterlage. Durch die zwei Löcher schiebe ich jetzt die Zähne. Nun kannst du sie ausrichten und dann mit Kleber befestigen. Mit dem Dotting-Tool kommen anschließend oben drüber je drei Löcher für die Schnurrbarthaare. Nimm drei Drahtstücke, ca. 5 cm lang, und wickle diese hinten zusammen. Sind diese miteinander verknotet, dann schiebe die drei Enden jeweils durch ein Loch. Vorne kannst du dann deine Schnurrbarthaare noch im Zickzack kräuseln. Als nächstes klebe die einzelnen Elemente auf. Bei den Ohren die pinke Glitzereinlage, auf die Augen kommt ein dunkles Stück Tonpapier und dann oben das farbige Augenlid. Sind alle Teile fertig, werden sie auf das Gesicht aufgeklebt. Nase, Augen und darüber die Ohren. Ganz zum Schluss wird das Gesicht bei mir noch mit Feinlinern und Silbermarker veredelt. Der Feinliner in Pink wird um die Ohren gemalt und die Schnauze,
Und der Silbermarker setzt Highlights in den Augen und auf der Nase. Fertig kannst du dein Gesicht auf die Tasche aufkleben. Klebe es auf die große Seite, ein Stück vom unteren Rand weg. Ungefähr einen Daumen breit solltest du unten Luft haben. Unten kommen jetzt noch die kleinen Pfoten hin. Diese müssen bündig mit der Tasche sein, damit diese steht. Und ganz zum Schluss bekommen die Ohren bei mir ein kleines Mosaiksteinchen, damit sie schön abstehen und flattern. Wende nun deine Tasche und klebe hinten mit Mosaikstein das dumme Schwänzchen für die Tasche auf. Als Verzierung verwende ich nun noch ein pinkes Bastband. Zuerst mache ich einen kleinen Knoten und dann ziehe ich eine Schleife. Die kommt direkt über das Hasengesicht. Die langen beiden Enden werden dann um den Henkel gewickelt. Hinten erneut verknotet und dann wieder zur Schleife gebunden. Was dann zu viel ist, kannst du einfach abschneiden. Im Video habe ich dir gezeigt, mit Papier ist so viel möglich. Wie du siehst, du kannst alles basteln, was du dir nur vorstellen kannst. Bleib also dran, wenn dich das Thema Papier interessiert. Bis zum nächsten Mal, deine Froni.